Hey, ich bin Partykeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zurück bei Minecraft. Und wie ich schon bei der letzten Aufnahme gesagt habe, bin ich heute nicht allein, aber dazu dann im Verlauf mehr. Ich bin froh, dass ich jetzt... Ja, genau. Da unten hat man es schon gesehen. es hat sich ein bisschen was getan, wie man sehen kann. Ich habe nämlich offscreen eine kleine Reise gemacht und wir haben jetzt Kakteen da stehen. Hier hinten ist, glaube ich, auch ein bisschen was dazugekommen bei den Feldern. Genau, hier habe ich ein bisschen, oder haben wir ein bisschen rumexperimentiert mit Maschinen. Es hat noch nicht ganz so gut geklappt. Und ja, genau. Hier hinten haben wir einen Ofen für Stahl, den Blastfurnace. Und genau, hier unten haben wir ein gemeinsames Projekt angefangen. Ich hatte ja auf der einen Seite schon angefangen, U-Bahn-Tunnel auszuheben. Der ist jetzt leider genau in die falsche Richtung gegangen. Also habe ich einfach mal einen neuen gemacht. Ja, hier sind wir gerade unterwegs, unsere Wohnstätten zu miteinander zu verbinden. Und ansonsten, neues Werkzeug habe ich. Und das war's, glaube ich, eigentlich so an Änderungen. Und dann schauen wir mal. Eigentlich wollte ich eine Reise machen, aber bevor wir das machen, muss ich so oder so erstmal Nahrung herstellen. Wie man sieht, ist alles irgendwie so ein bisschen zugemüllt. Also noch zugemüllter als vorher. Und da ist der Sebo schon wieder. Darf ich reden? Ja, sicher darfst du reden. Ich warte ja nur auf dich. Na dann, hallo. Ich hab Selbstgespräche geführt. Bin ich ja so gewohnt. Ja, ich auch. Oh, das geht nur minimal bei mir. Das ist wundervoll. Ja, auf jeden Fall. Was macht Smooth Lightning Level? Wahrscheinlich ist das, wenn das raus ist, oder? Ja, wenn du Dynamic Lightning rausnimmst, auf ausstellst. Shadows, das ist. Doch. Oder hast du jetzt einen Shader drin oder nicht? Nein, ich habe gar keinen Shader drin. Aber Optifine, oder? Das kann sein, ja. Ja, weil das hat ja auch Dynamic Lightning, soweit ich weiß. Musste ich mal ein bisschen durchklicken. Weil wenn es das ausschaltet, läuft es 1000-mal flüssiger. Das ist gerade, ja, ziemlich viel besser geworden. Ja. Ah, 0 Zuschauer habe ich gerade. Kann nur gut werden. Das ist schön. Ja, es kann nur besser werden. 6 Rüstung, 5 Rüstung. Ich muss so oder so mal schauen hier. Ja, machen wir jetzt eine kleine Ressourcenreise oder wie hast du das? Ja. Weil dann müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Ich gehe jetzt erstmal zu dir, weil ich möchte gern mal zeigen, was du so gebaut hast. Wenn ich das darf. Nicht, dass ich spoiler. Aber du nimmst ja eh nicht auf. Und die Folgen kommen eh erst in 2 Wochen. Also. Ach so, na dann. Da ist noch Luft. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, also, wenn ihr bei mir im Stream gucken würdet, dann hättet ihr das alles schon viel früher gesehen. Ja. Bei mir das ist alles natürlich zuerst. Half-Life 3 confirmed, ne? Hä? Ja, natürlich. Bei mir gibt's alles zuerst. Half-Life 3. Ach so, ja, natürlich. Sag mal, hast du eigentlich Wolle? Auf Wolle müsste ich mal nachschauen. Ich glaube nicht. Ich brauche nur... Warte mal, muss ich jetzt mal gucken wegen dem Rucksack. Weil ich muss mir einen neuen machen. Boah, meine Nase juckt. Das ist nicht gut. Ja, genau, ich brauche ein bisschen erkältet. Ein Wolle. Du solltest dir vielleicht auch so einen Rucksack machen. Ja, für die Reise. Kann ich ja gleich machen.
Genau, die Schere wollte ich nur mitnehmen. Guck gerade noch, ob ich hier Wolle hab. Ja, wenn nicht, schlachte ich oben irgendwas. Das ist jetzt nicht so das Problem. Nee, ich hab keine Wolle. Doch, ich hab ein Wolle. Ja, dann mach du dir den Rucksack und ich besorg mir jetzt mal hier irgendwo ein Schaf. Hier einen normalen Backpack oder wie? Unten den Rucksack, ja? Von Wearable Backpacks. Von DecoCraft. Weil den kannst du nämlich als Rüstung auch anlegen. Das ist der letzte. Ah, da. Leder, ein Wolle und ein goldenes Ingot. Ach so. Ah, jetzt zeige ich erstmal hier dein Dingens. Der Ofen des Todes. Ist sehr, sehr schön. Hi. Ja, ich finde, der Boden ist so krass. Mit dem Glas. Da kommen richtig viele Flüssigkeiten rein dann. Bringt das was oder machst du das nur zum Spaß? Erstens, es sieht schön aus und zweitens ist es drum. Okay. Otto und Maulwurf. Oder hat er jetzt auch schon einen Namen? Ich glaube, der hatte einen Namen, aber ich habe ihn mir nicht gemerkt. Na, da brauchen wir mal Namensschilder für. Nee. Doch, ich habe ein Bett mit. Wir können ganz schnell schlafen. Ja, bin gerade am Pennen. Ein Wolle brauche ich. Ah, ich bin auch blöd. Weil ich habe gerade gestern noch, als du gegangen bist, noch ganz viel Industrial Hanf angepflanzt. Mhm. Da kann ich mir jetzt auch Wolle drauf machen. Hast du denn alles mit jetzt? Für Reisee? Warte, ich brauche noch ein paar Leder. Um genau zu sein, brauche ich noch 3 Leder. Okay, dann gehe ich schon... Leder? Boah, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, weil dann gehe ich jetzt schon mal zurück, dann mache ich mir den Rucksack und... Ja, schauen wir mal. Naja, sie geben so dieses Hide, aber ich glaube, damit kann man jetzt... Ich glaube, das kannst du zusammen craften zu Leder. Wenn ich das richtig im... Ja, natürlich, aha. Ach so, ja? Och, wow, dann brauche ich ja gar kein Leder. Warum hast du mehr als genug dazu, davon, oder was? Hide habe ich ein bisschen, ja. So, also eben gerade ist ja der eine Typ, der mir geholfen hat, gegangen. Mhm. Was ich übrigens sehr nett fand. Dann hatte ich eben gerade nochmal 2 Zuschauer und jetzt gerade habe ich gar keinen. Das ist schön. Liegt sicher an mir. Die sind halt genau dann gekommen, als du hier mit deiner Anmoderation gemacht hast. Also wollte ich da nicht dazwischen labern. Oh. Ja. Bitter, ne? Mhm. Wie Natursekt. Boah. Sind wir jetzt echt auf den Niveau angekommen, dass wir das... Ah, das wird heute noch witzig. Wo soll man den anziehen können? Das steht eh da beschrieben. Du musst zum Ausrüsten platzieren und schleichend abbauen. Da darfst du aber keine Brustplatte tragen, dann hast du den hinten drauf. So. Dann holen wir uns mal Industrial Dingens. Kann ich den dann auch öffnen oder muss ich den dann rausholen? Ich glaube, den musst du rausholen und platzieren. Okay. Dann nehme ich noch mein Bett mit. Fackeln. Das wollte ich mir gerade machen. Sehr gut. Ich habe auch Sticks mit dann. Das heißt, wir können dann unterwegs auch einfach Kohle sammeln. Sehr gut. Ich kümmere mich jetzt mal hier so Faden. Au! Boah, das war laut. Der kam von tief unten. Ja, das merke ich. Boah, ich melde mich mal ganz kurz. Ja. Das hättest du auch gleich machen können. Jetzt sind wenigstens alle wach.
Ich habe echt keinen Platz mehr, wo ich Sachen reinschmeißen kann. Das ist traurig. So. Die brauche ich eh nicht. Also, Leder, Wolle. Oh Gott, jetzt geht die große Suche in den Truhen nach Ledern los. Leder, zwei Hammer schon mal. Ich werde davon ein bisschen was brauchen. Ich komme zu dir rüber. Ein Gold, ja, sehr, sehr, sehr toll. Wo zu dir rüber kommen? Du kannst auch einen Tunnel nehmen. Mir ist es wurscht. Die Frage ist halt, fahren wir von dir mit den Booten los oder? Warte mal, das kommt drauf an, wo wir hingehen. Aber eigentlich bräuchten wir keins. Also da, wo ich eigentlich hingehen möchte. Gut, das, dann komme ich nicht mit dem Boot. Da werden wir, glaube ich, keins brauchen. Boah, das leckt nur minimal, wenn ich hier gerade in den Tunnel reingehe. Sehr, sehr jetzt gut. Leckt er gerade nicht mehr, aber wenn er gleich den nächsten Chunk bebt, er wahrscheinlich wieder richtig hart. Ich hoffe, ich habe genug Leder hier rumfliegen. Hättest du früher sagen sollen, dann hätte ich dir noch was mit können. Mhm. Kann es sein, dass du ein paar Steine so weggeworfen hast auf dem Weg nach Hause? Die konnte ich nicht aufsammeln. Nice. Jetzt werde ich hier zugekackt. Nice. Wie viele Steine sind denn hier? Ja, ich habe oben die Decke schon ausgehoben für mehr. Alter, das ist nicht dein Ernst. Jetzt fehlt mir genau ein Leder, oder? Das wird sein. Töte einen Bär zum Beispiel, der gibt dir Leder. Ja, ich habe hier ja nie Viecher. Warte mal, vielleicht habe ich im Haus noch ein Leder. Nö. Nö. Oh, krass. So ein Scheiß. Hi. Hi. Ich hab rein gar kein Essen und verhungere gleich. Ja, das müssen wir auch noch machen. Ja. Dann kannst du mir glatten Leder besorgen und ich koche, oder was? Können wir machen. Arbeitsteilung. Frau geht in einen Herd. Ganz lustig. Ja, Jäger und Sammler. Gut aufgeteilt. Jetzt muss Hinde und Bär sein. Hast du auf deiner Insel überhaupt noch Tiere? Keine Ahnung, die sind ein bisschen rar bei mir. Ja, das habe ich schon mehrmals gemerkt. Oh, da war eine Krabbe. Aber die gibt kein Leder. Mhm. Was ist das? Zuckerkeks. Ist ein Imbiss. Ich muss was Vernünftiges machen. Hier, der Salat ist eigentlich immer ganz gut. Ja, dann machen wir einen Salat, wenn ich noch genug Zeug habe. Das ist der Frühlingssalat, glaube ich, ne? Ja. Puh. Ich glaube nicht, dass ich noch Kopfsalat habe. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Wie viel habe ich da noch? 6 Stück. Naja, das kann ich wohl eher vergessen. Gut. Schau. Warte mal, aber ich kann wahrscheinlich einen Obstsalat machen ohne Probleme. Also. Oh, geht das echt nur mit den Früchten? Vor allem die Kakteen sind bei mir einfach nur schwarze, runde Dinger. Geil. Hier ist halt echt kein Bär. Weißt du, bei mir sind halt Tiere en masse. En masse? Ja. Naja, ich hab dafür meine Ruhe. Wobei der Eber ja mittlerweile nicht mehr in meinem drinne schwimmt. Weil ich hab da ein bisschen mit dem Wasser und Creosote Öl rumexperimentiert. Und dann ist der Spot untergegangen und dann musste der raus. Das ist nicht gut. Ja. Oh lol. Ich hab 3 Leder für dich. Wo haben die das jetzt echt so erschwert? Was? Rohes Tofu. Boah, dass du dafür auch noch so viel machen musst. Fester Tofu-Pilz. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Was meinst du, warum ich richtig viel Bock auf
Kocher hatte. Oh, ich habe einen Zuschauer. Wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, gut. Oh, meine Stimme, hey. Guten Morgen. Mal sehen, wie das für deine Zuschauer wird in deinem Video, wenn die gleichzeitig dauernd mich mit dabei haben, wie ich mit einem Stream quatsche, ne? Das ist doch wurscht. Ist doch in Ordnung. Ja, ja. Sicherlich. Ja, das mit dem Backen. Wenn du dich wunderst, Zuschauer, ich habe komplett keine Ahnung, was ich hier mache. Das klingt doch gut, oder? Ja. Finde ich auch. Hast du ja. Also, ah, sehr gut, dann kann ich schon mal den Rucksack machen. Ja, ich hab's mir eh gemerkt. So. Oh. Ich bin am Verhungern. Ja, ich auch. Koch schneller. Ich weiß nicht, was ich kochen soll. Ja, ich guck einfach mal. Welches Modpack ist denn das? Pam's Harvestcraft. Wir haben halt haufenweise Mehl. Uiuiui. Da haben wir noch zwei Frischwasser. Wenn du mir natürlich hilfst, dann wird's schneller gehen. Als wenn ich dir helfen würde. Nee, ich guck grad einfach, was man machen könnte. Hast du einen Eimer? Nope. Dann komm mal her. Okay. Jetzt habe ich einen Eimer. So. Jetzt müssen wir Frischwasser craften. Weil das brauche ich sowohl für Salz als auch für den Brotteig. Und dann kann ich uns ziemlich viel machen. Wir haben doch hier zwei Stacks oder so vorhin gemacht. Also, du hattest doch vor ein paar Tagen zwei Stacks gemacht, als ob du davon nichts mehr hast. Davon habe ich nichts mehr. Wow. Hä, hier hast du noch 62. Echt? Ja. Ja, damit. Aber wir brauchen trotzdem mehr. Weil ich brauche die Hälfte für Salz und die andere Hälfte für den Teig. Na, ich habe ja gerade 62 gemacht, ne? Bist du nett. Ja, generell immer. Oh, wow. Ich nehme mal kurz meine Fackeln raus. Ich habe nämlich gerade ins Wasser eine Fackel platziert, anstatt mit einem Eimer das Wasser aufzuheben. Das ist nicht gut. Da bin ich inkompetent, oder was? Ein bisschen. Wie viel brauchst du? Warte, wenn du 32 machst, dann pass. Ach. Weil ich mache jetzt auch gerade 32, dann haben wir zwei Stacks, dann kann ich 64 Brotteig machen. 29 to go. Aber nee, der eine war ja nur 62. Das heißt, wir müssen rein theoretisch beide 33 machen. Na, die habe ich schon aufgefüllt. Das passt schon. Ah, okay. So, einen noch. Dann haben wir das. So. Jetzt muss ich erstmal hier die ganzen Sachen zusammensuchen. Oh, da habe ich noch 4 Sandwich mit Melonenmarmelade. Oh, krass. Fuck. Das hört sich ja fast genießbar an. Geil. Boah, es gibt... Ah, da brauche ich den Topf. Ne? Ja, ich weiß, deswegen will ich es unbedingt automatisieren, weil der kriegst einen Knall. Ja. Also. Da brauche ich schon die Rührschüssel auch. Die haben wir da. Bin aber auch langsam. Ach, nur noch 17 to go. 17 to go, passt. Wenn ich wüsste, wo ich das ganze Zeug hingeschmissen habe. Tja. Hätte man sich merken müssen, ne? Boah, das wäre aber ein bisschen viel zu merken gewesen. Also, ich weiß natürlich immer, wo welche Sache in welcher Kiste ist, ne? Mhm.
Bei mir ist immer wundervoll Ordnung. Zwinker. Noch 8 to go. Ich muss mir einen neuen Topf machen, glaube ich. Warte mal. Oh, jetzt schauen mir schon 2 dabei zu, wie ich Wasser umfülle. Läuft. Krass. So. Ah. Noch 2. Das ist sehr gut. So, jetzt hast du mich genug geschunden. Mhm.